Liebe Freunde, da sind wir beim Andi. Servus. Und wir sind nicht nur bei Andi, sondern auch bei Andis Sammlung, die sich uns hier offenbart. Und da sind ein paar Sachen, die haben wir auf dem Kanal noch nicht gesehen. Ich habe es mir noch nicht vorher angeguckt. Also ich habe extra jetzt direkt die Kamera angemacht, damit ihr mit dabei seid. Und ich würde sagen, du führst uns einfach mal in dein Reich. Genau. Fangen wir mal an. Also ich als Laie würde sagen, hier geht's schon direkt los im Bereich Piaggio Ape. Ape, genau. Piaggio Ape. In dem Fall hier eine TL6T. Baujahr 89, italienisches Modell. Umgebaut auf 102 Kubik. Mit Drehschiebersteuerung noch. Und originale Vergaser, aber halt Leo Vinci Sportauspuff und. Ach, mit Sportauspuff sowas? Genau, genau. Also, Ape bin ich relativ unbeleckt, muss ich sagen. Ne? Also ist Zeit, ne? Es ist für mich alles neu. Aber wenn ich schon Sportauspuff höre, dann muss ich auch später dann wohl mal unter einen Rock filmen. Ne? Ja, gerne, gerne. Und ja, und halt diverse Umbauten, die es eigentlich so nie gab, dann für die Ape, sprich die Felgen ein bisschen breiter gemacht und oben ein kleines Targa-Dächchen. Ah, das ist das, was hier liegt, dass das dann so ein Aufsetz- genau, oder Weglaster. Genau. Das ist praktisch ein Reparaturblech. Ach, das ist ja geil. Und das Originaldach einfach, sag ich mal, ausgeschnitten mit der Flex. Ja. Und dann das neue Dach als Reparaturblech gekauft und drüber gestülpt. Das ist natürlich geil. Genau. Targa-Dach an der Ape, das ist natürlich schon sehr. Ja. Und wie man sieht auch, also gerade diese verbreiterte Felgen. Also da ist praktisch hier diese 30 mm Spurplatte, nenne ich es jetzt mal. Oh, das ist aber jetzt auch viel mehr, was ich erwartet habe. Ne? Ich habe jetzt gesagt, so entspannt ein bisschen ab, aber das sind ja ganz andere Geschütze, die hier aufgefahren werden. Ja, teils, teils. Ja. Und ja, und ein bisschen länger übersetzt. Also fährt so, sagen wir mal, wenn man sie zum Schreien bringt, dann 50, aber, aber eher so entspannte 45. Es ist jetzt kein Langstreckenfahrzeug. Genau, ne? Genau. Damit fahre ich eigentlich mein Grünzeug immer auf den Grüngutplatz. Ja. Ja. Und ein bisschen meinen Sohn ein bisschen bespaßen und Papa natürlich auch. Ja. Ja. Und jo, dann so ein bisschen Überrollbügel draufgebaut und ein Reservekanister, Ersatzrad. Genau. Was hat es hier mit dieser, also du scheinst da auch gewerblich das ein bisschen integriert zu haben? Genau, da kommt dann die andere Ape ins Spiel. Also die Ape, die hatte ich eigentlich zur Reparatur hier. Und der gute Mann hat dann gemeint, ja, er würde sie dann gern verkaufen. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann war es geschehen. So schnell kann es gehen. Genau, so schnell kann es gehen. Und dann habe ich mit meiner Frau damals mich bequatscht und sage, ja komm, dann lass uns das doch einfach offiziell machen. Mit Kleingewerbe und dann ist dann die Aperitivbar dadurch entstanden. Ah ja, und da kommen wir dann auch jetzt zu dem dekorativen Aufbau. Genau, genau. Das ist dann ein dekorativer Aufbau, der ist individuell dekorierbar von den Kunden oder als auch von mir. Also themenabhängig, festivitätenabhängig. Genau, genau, hauptsächlich, wo es momentan genutzt wird, ist für Sektempfänge an Hochzeiten, Standesamt. Mhm. Ja. Oder man kann sie dann auch am Geburtstag mit einer Bierzapfanlage ganz rustikal mieten und nutzen dann. Und hier auch dann Weißwandreifen und so. Genau, ne? Und Radkäppchen lackiert und alles ein bisschen. Also sie ist auch original, also die ist von Baujahr 2008. Und, ah, so jung noch. Ja, und ist tatsächlich original vom Lack, vom Blech her
Der Motor habe ich jetzt noch nicht aufgehabt. Der Vorbesitzer meinte auch 102 Kubik, aber weiß nicht, ob es tatsächlich so war. Ja, ich habe gedacht, never touch a running system. Ja, genau. Fährt und genau. Ja, das sieht vor allem noch, also sieht noch echt frisch aus, ne? Genau, genau. Ist dann auch das Modell dann auch mit Tacho, also deutsche Version und vorne dann auch schon als Zweiauge, so wie man es dann so sagt. Das ist ja von innen wirklich noch, also das Plastik auch noch gar nicht so spröde, ne? Genau. Noch richtig frisch. Also auch unter Boden versiegelt, also das ist immer Grundvoraussetzung an der Ape. Wenn man ist das so ein Thema bei denen, ja? Ja, die rosten schon im Prospekt. Tatsächlich, also es ist immer sinnvoll, die unter Boden zu versiegeln. Ja. Ja. Natürlich, wenn man die jetzt gebraucht kauft und die schon unter Boden versiegelt ist, man weiß halt nicht, was drunter ist. Vielleicht ist drunter schon rost. Drüber gepinscht, ja. Genau, das kann natürlich sein, gell? Aber jetzt in dem Fall, sie wirkt sehr glaubwürdig. Okay. Ja. Die Modelle, alles, was danach so gekommen ist, die neueren Modelle, die haben dann vorne diese LED-Scheinwerfer. LED-Scheinwerfer haben die schon dann? Genau. Ja? Genau. Also zum Teil dann vorne hier zwei runde LED-Scheinwerfer. Ja. Aber wie ist denn der Status? Die werden bis heute neu gebaut? Bis, was haben wir jetzt, 23? Also 23, es gibt auf jeden Fall noch neue, aber man munkelt, dass es die dann so mit diesem Verbrenner Zweitakter, so wie er damals auch schon gab, dass es den einfach nicht mehr geben wird. Elektro wird wahrscheinlich. Dann nur Elektro dann eventuell. Ja, aber man hat noch nichts irgendwie, also ich habe noch nichts mitbekommen, dass da irgendwie was kommen wird. Aber wie ist denn so generell die Situation, also Gebrauchtmarkt, Ape und so weiter, so gerade die alten Modelle immer schwieriger und immer teurer auch, oder? Also es ist so, seit Corona ist eh alles teurer geworden. Mhm, ja. Ja. Und ich sag mal so, losgehen tut's ab 1500 Euro, aber dann bekommt man halt Kernschrott, mehr Baustelle. Als durchgerostet. Ja. Also für sowas muss man, sag ich mal, definitiv also ab 3,5 mindestens aufwärts. Ja. Und die Ersatzteilsituation? Na, kein Problem. Das ist kein Problem. Ja, kein Problem. Passt auch viel quer, aber gerade motorentechnisch. Motorentechnisch ist eh, das war Small Frame. Ja. Ja, bis auf das Differential, wo dann praktisch auf beide Räder geht. Ja. Ja. Aber sonst die Technik ist dieselbe. Also gibt's auch alles Reparaturbleche, gibt's alles noch und naja. Ist aber noch nicht alles am klassischen Blech hier, ne? Oh. Wenn ich jetzt mal so hier hinschaue, das ist aber auch ein bisschen Arbeit und Liebe reingeflossen, ne? Definitiv, ja. Also als ich damals zum TÜV vorgefahren bin, dann war die erste Frage, andere Frage, was ist noch original? Und dann habe ich erst gedacht, ob er mich jetzt gleich wieder vom Hof jagt oder. Aber tatsächlich, also es ist der Rahmen noch original, aber der Motor ist bearbeitet, das Fahrwerk ist bearbeitet, andere Sitzbank. Also es ist eigentlich in der Tat nur noch der Rahmen original. Also sieht schon sehr sexuell aus, ne? Ja. Also um mal hier die Laien abzuholen, was ist das genau für ein Modell und Baujahr? Also das ist eine Vespa V50 Speziale aus 81, ja. Original 50 Kubik, 2 PS, ja. Und ich habe den Motor... Motorgehäuse bearbeitet, hat jetzt 121 Kubik Parma-Kit drauf und 24er Delorto-Vergaser. VSP Race-Auspuff, 256er Primärübersetzung. Also ist mehr als 2 PS. Definitiv. Also ich war auf dem Leistungsprüfstand und zwar gemessene 12,3. Ja. Also es scheint mehr, wie das es tatsächlich ist. Ja. Aber ich finde von 2 PS auf 12 PS. Das ist schon ein enormer Unterschied. Und vor allem mit den 10 Zoll Fahrradrädern. Also ich sag mal so, das ist ja auch kein Rennfahrzeug, das ist ja auch ein Fahrzeug, um gut auszusehen. Genau. Also tatsächlich die Abstimmung ist eher auf Drehzahl, also eher für die, sage ich mal, Kurzstrecke gedacht. Und genau, also von dem her braucht sie auch Drehzahl. Ja. Ja, aber dann haben wir hier noch den Plastikbereich. Bist du ja auch gut aufgestellt, würde ich jetzt mal behaupten, ne? Ja, also Piaggio TPH habe ich für meinen Bruder abgekauft. Der hat den B196 Führerschein gemacht und wollte dann den TPH nicht mehr und der ist original so, ja, also das Plastikleit, ja, ist original so. Ich habe lediglich den Umbau auf die 13 Zoll NRG bzw. SR50 Felgen gemacht und 17,5er Vergaser rein, aber originaler 50er
Zylinder, ja. Ja, und halt den Yasuni-Auspuff entdrosselt. Ja, und einfach so ein bisschen so zum Spielen für mich. Ja, ich fahre hier ab und zu mal ein bisschen hin und her, aber jetzt mehr auch nicht. Kategorie dezent und edel, würde man sagen. Genau, genau. Mhm. Genau. Und wie gesagt, und ja, original. Und genau. Tut es. Ne? Aber sie, also gerade mit den Felgen, ne? Das macht schon einen Riesenunterschied. Ne? Sieht definitiv schon, auch. Sieht schon fahrerisch, aber auch ja. Tatsächlich fährt es viel ruhiger. Und Das passt zu Plug and Play oder gilt es da irgendwas zu beachten, wenn das jemand nachbauen will? Nein, tatsächlich. Die Gabel vorne ist dann vom NRG Power. Ja. Ja. Und die Felge dann dementsprechend auch. Und durch das, dass es den NRG Power als Disc Trommel gibt, passt dann die hintere Felge dann 1:1 auf den Hyper 2 Block. Ah ja. Oh, genau, weil der Hyper 2 Block hat ja, meine ich zu wissen, die 120er Bremstrommel und der alte war Piaget kleiner, Block glaube ich. Hat kleiner, genau, ja. Kleinere. 110 oder so? 110, genau. Ja. Ah, guck mal, ja, das ist doch gut. Oh, das ist ja auch super hier vom Zugang, ne? Schön, dass alles unten weggemacht, ne? Was soll man, also wenn man da eh keinen Helm reintut, dann ist da traumhaft, kommst überall dran, ne? Ja. Schön sauber hier alles mit dem Vergaser verlegt. Sehr schön. Ne? Batterie. Also man sieht auch tatsächlich auch den Zustand vom Rahmen. Also normalerweise gammeln die ja auch immer ja. Sehr schön, aber ist alles wirklich Taco. Echt gut. Echt gut. Ja, und dann haben wir hier noch ein Exemplar, das haben wir auf dem Kanal noch gar nicht gesehen. Und das ist auch reichlich selten heutzutage. Und damals wie heute in Sachen Design durchaus obskur. Würde man sagen. Auf jeden Fall. Das Modell, viele werden es vielleicht nicht wissen, Gilera Ice. Ne? Zentral gefedert. Ist, ne? Nee. Nee. Nein. Nein. Ich war im falschen Film. Aber diese Rahmenkonstruktion, ne? Die suggeriert das ja so ein bisschen. Aber du hast natürlich recht. Keine Zentralfederung. Ne? Genau, aber vom Design trotzdem sehr speziell. Genau, und auf jeden Fall auch Piaggio-Technik. Ja, also etablierte, untereinander genau. Auch vieles. Ja, fährt sich unheimlich gut. Ja, ja. Aber ich habe schon immer nach einem Eis gesucht, weil er ist so futuristisch. Abgefahren. Da muss ich den haben eigentlich. Also ne? Designtechnisch so ein bisschen Kategorie Aprilia Area 51, so ein bisschen futuristisch. Ne? Genau. Komisches Tacho-Element. Genau. Ne? Komische Front, also der Tacho sieht wirklich fast aus wie bei der Area 51, ne? Ja, ja. Und auch vorne diese komische Frontmaske und dann der kurze Radstand. Genau. Also das ist schon wild, ne? Tatsächlich, leider Gottes, fehlen mir so ein paar Originalteile, wie die Spiegel zum Beispiel oder dieses Dreieck hier. Das fehlt mir, um die Originalität halt wiederherzustellen. Aber auch bei eBay Kleinanzeigen, also. Es wird schwierig, ne? Es wird wirklich schwierig, ja. Tatsächlich. Und gut, die Felgen, sag ich mal, ist halt original aus 2002, ist das Baujahr, genau. Und ich habe mir auch mal sagen lassen, dass es nur 1500 Stück davon gab. Aber ob das tatsächlich so ist. Das wäre schon sehr wenig, ne? Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall auf eBay Kleinanzeigen oder sonstigen Plattformen, man findet wirklich kaum. Schwierig, ja. Wirklich kaum. Schwierig, ja. Das war Glück, den Roller habe ich gefunden hier. 20 Kilometer von mir weg, mal 15 Kilometer von mir weg und dann habe ich mir gedacht, jetzt oder nie. Jetzt oder nie, ja. Ja. Und er ist auch wirklich im Top-Zustand, musste noch ein bisschen was bauen, damit er ordentlich fährt. Der Vorbesitzer hat ein bisschen Knaub betrieben. Ein bisschen dran rumgeschraubt. In die falsche Richtung. In die falsche Richtung, definitiv, genau. Und das habe ich halt alles wieder auf Original zurückgebaut. Also er ist auch original gedrosselt. Auch. Ja. Also der ist ganz original. Der ist original bis auf den Auspuff. Ja. Das ist so ein Zubehörauspuff und musste ich, es fährt so um die 55 rum, laut Tacho. Aber fährt sich wirklich sehr, sehr gut. Also tatsächlich ist es auch so, dass der Fahrer bei der AP rechts sitzt. Ach, ist das so? Ja, also. Also wie intim ist das? Oh. Ja, ich mach, ziemlich, ja. Ja, das ist schon. Aber wir kennen uns ja jetzt schon ein paar Minuten. Oh, genau. Aber das ist schon geil, ne? Ich bin noch nie in der Ape mitgefahren. Also das ist jetzt mega aufregend. Ja, da wird es Zeit. Aber ich sehe schon, so eng wie das muss ich auf jeden Fall die Kamera auf Weitwinkel umschalten. Also, stell dich mal davor so, seitlich. Ich will mal so die Breite. So, und da passen. Da müssen wir jetzt mal. Ja, aber versuchen wir mal, ne? Aber bevor du einsteckst, pass mal auf. Ja.
Joke ziehen, dann stecke ich mal so eine und der Platz gehört dir. Okay. Dann probieren wir das mal. Aber es geht eigentlich, oh, wow, oder? Aber wir müssen wir jetzt so zwei zu lenken. Okay. So. Aber ich habe mich selten so groß gefühlt wie jetzt. Ich habe das Gefühl, mein Kopf steht oben drüber. Jetzt muss ich die rückwärts gar nicht reinfummeln. Und los. Wir fahren ab. Oh Gott. Das geil, ey. Viergang sogar. Viergang, ja. Aber wie Mercedes-Benz damals. Aber ist schon hörbar, der Auspuff, ne? Auf jeden Fall, ja. Aber ist nicht so unbequem, wie ich gedacht hätte. Man hat ja sogar eine Rückenlehne. Tatsächlich, ja. Nö, geht eigentlich wirklich, ja. Wir haben schon Stau hinter uns, ne? Ja. Geil. Da war es ja nicht mit mir, ne? So, genau. Leco mio, ey. Das ist aber geil. Das ist der Auspuff. Der Röhrisch. 102 Kubik Polini-Zylinder, sagst du? Genau. Ah ja, was sieht man hier? Das ist das Ding. Vergaser? Vergaser ist ein originaler 1816er Dell'Auto. Ja. Er tutet, ne? Jo. Fährt mit Mischung 1:50. Leo Vinci-Auspuff. Das ist schon echt geil. Aber man hat wirklich direkt, klingt albern, aber wenn man damit fährt, man hat direkt so dieses Italien-Flair, ne? Irgendwie ja, so ein bisschen. Also das ist so das perfekte Ding, womit so durch diese italienischen Bergdörfer fahren, mit den engen Gassen und genau, so. Genau, genau. Ja? Also es funktioniert tadellos. Wie gesagt, den Umbau vor super. 4 Jahren abgeschlossen. Also den Motor auch ja komplett überholt. Ja. Ja, durch den Differentialschaden und mir das dann, sag ich mal, selber angeeignet, so wie die Ape dann funktioniert und sie läuft bis heute tadellos. Ja, läuft echt super, also hätte ich jetzt nicht gedacht. Also liegt auch gut auf der Straße, ne? Doch. Also fährt man besser mit, als ich jetzt gedacht hätte, war jetzt genau. Keine Katastrophe, ja, ne?
Die neueren Modelle, klar, sind auch ein bisschen leiser dann. Ja, ja. Ein bisschen gedämmt durch so Polster, ein bisschen. Aber das muss auch so ein bisschen so sein, oder? Ja, finde ich. Also mir geht aufgrund dessen habe ich es ja auch einfach nicht lackiert und einfach so gelassen. Ja, weil ich halt einfach finde, Baujahr 89, dann sieht man, dass sie gelebt hat. Ja. Komm, lass gut sein, es ist zu nass. Ist gerade auf Reserve. Ist aber auch ein schönes, aber auch ein schönes Sinnbild für den Sommer. Ne? Stets bemüht, aber dann hat es doch geregnet. Leute, ne? War ein schöner Sommertag heute, kaum Regen zum Ende. Jo. Ne? Wir haben das Beste draus gemacht. Danke für die Einladung. Ja, gerne. War für mich sehr interessant und auch endlich mal das Thema Piaggio Ape abgehakt, mitgefahren. Hammer. Ne? Besser als gedacht. War gar nicht unbequem und macht Spaß, wirklich. Also ich kann deine Begeisterung verstehen und teilen. Ne? Schreibt gerne auch mal in die Kommentare, ob ihr einen Bezug zum Thema Piaggio Ape habt, ob das für euch vielleicht auch interessant ist oder ob ihr auch den Hang zum Klassischen vielleicht habt. Das haben wir hier auch sehr schön repräsentiert heute. Und jetzt kommt auch passend das Söhnchen nochmal raus, um uns hier zum Abschied in die Fratz zu scheinen. Ne? Ja, das war's für den Moment. Danke fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Kommentar da. Bewerbt euch gerne, wenn ihr auch spannende Projekte habt. Wir bedanken uns und wünschen alles Gute und bis bald. Tschüss. Ciao.